Ja, gut, hab ich noch eine. Ah! Ups. Das ist schon mal die erste Millionen-Dollar-Frage. Wo aktiviere ich hier Kupplung? Das Ding muss ich da drin aufdrehen, sonst geht das wieder. Oh, der kann ja nicht springen. Da oben ist was. Ah ja. Ist das? Starship-Station. Nein, das bringt mir auch nichts. Alter, ich drehe hier noch durch. Das gibt's das nicht. Warum kann ich hier nicht die Kupplung aktivieren? Zentrifugenantrieb offline. Bitte bringen Sie das Generatormodul manuell an und kehren Sie dann zu dieser Station zurück. Warum klappt das nicht immer? Ja, ich bin doch hier. Darf ich es nicht ganz reinschieben? Am Arsch das Ding hier. Ist doch echt alles für den Arsch. So. Zentrifugenantrieb offline. Nein, also nicht. Das Generatormodul manuell an und kehren Sie dann zu dieser Station zurück. Gibt es nicht. Wie kriege ich das Ding jetzt zum Laufen? Dann geht's einmal, dann geht's wieder nicht. Oh Gott, da wollte ich aber jetzt nicht hin. Jetzt muss ich mich hier so rum. Jetzt muss ich wieder hier runter zielen. So. Nein. So, was ist das hier? Brennstoffe, Flammenwerfer, das bringt mir jetzt alles nichts. Das wird alles nichts bringen, wenn ich den Generator nicht zum Laufen bringe. Und warum kriege ich den nicht zum Laufen? Ich habe keine Ahnung. Ja, auch richtig. So. Jetzt müssen wir hier hin richtig rum. Das sind nur die Aufzüge. Kannst du nichts machen. Das Ding zwar springen, aber das bringt mir jetzt auch nichts. Du kannst es in die Nähe positionieren. Achso, du kannst mit dem... Achso. Oh, damn it. Ah, jetzt habe ich es raus. So, und mit dem hier dann rein. Ach so. Das dreht sich zu schnell.
Eins ist down. Es sind aber gerade noch ein paar mehr. Da ist noch. Da ist noch mal so ein hässliches Ding. Stirb. Ja, einem Hand ist aber kacke. Gar keine Hand ist beschissen. So. Boah, das hat lange gedauert, bis sie das rausgefunden haben, was sie jetzt von mir gewollt haben. Jetzt muss mein Stars-Modul irgendwie aufladen. Boah, jetzt ist das Ding immer noch deaktiviert. Ich muss da drüben hoch, also ich muss hier hoch. Guck, jetzt funktioniert's. Nein, ich will nicht dahin. Jetzt funktioniert's auf Anhieb. So, mein Stars-Modul ist aufgeladen. Und jetzt hier. Zentrifuge aktiviert. Gravitationsaufwand für die Planetarerfracht wieder aufgebaut. Oh. Gravitation wiederhergestellt. Eintritt ins Vakuum. Leute? Was soll der Scheiß? Ich muss hier raus. Sehr gut, Isaac. Die Zentrifuge und der Gyroantrieb sind beide stabil bei 100%. Verschwinden Sie da und konzentrieren Sie sich auf den Antrieb. Keine Ahnung, wie viel Zeit wir noch haben. Aha, du bist Kittel. Scherzknödel, du. Wie soll ich denn hier weg? Ich bin hier im Vakuum. Ach so rum. Ja gut, da bin ich noch nicht mehr. Ah! Ups. Hoppala. Das war jetzt dumm. Sau dumm. Hoppala. Zentrifuge aktiviert. Gravitationsauslauf für die Planetarerfracht wieder aufgebaut. Gravitation wiederhergestellt. Eintritt ins Vakuum. Ja, gut. Und wie soll ich da jetzt bitte dran vorbeikommen? Sehr gut, Isaac. Die Tentation und der Gyroantrieb sind beide stabil bei 100%. Nein, das tötet mich schon wieder. Boah, jetzt ist das nächste Problem. Wie kriege ich das Ding jetzt gebremst? Oh Mann. Jetzt kriege ich aber hart auf die Fresse. Zentrifuge aktiviert. Gravitationsauslauf für die Planetarerfracht wieder aufgebaut. Ja, aber wie komme ich jetzt da dran vorbei? Das ist die nächste Frage bestimmt. So, jetzt kommt das komische Ding. Aber ich kann da nicht. Nicht. Zentrifuge und der Gyroantrieb sind beide stabil bei 100%. Verschwinden Sie da und konzentrieren Sie sich auf den Antrieb. Keine Ahnung, wie viel Zeit wir noch haben. Ja, ich muss jetzt erstmal gucken, dass ich hier einigermaßen lebend vorbeikomme. Scheiße, ich habe nicht mehr so viel Stase. Also das kann ich damit nicht bremsen. Und da komme ich auch nicht vorbei. Also der Weg ist nix, aber ich kann doch hier Stück für Stück laufen. Oh oh. Ich glaube, das ist auch der einzige logische Weg. Nein, ich brauche jetzt keine Energie, ich brauche Sauerstoff. Ja. Sauerstoff, ja, hier. Gott, Sauerstofftank ist voll. Noch eine Stufe. Oh Gott. Eh, ich drück doch schon eh. Gott. Gut, ich bin jetzt gleich durch. Sehe ich jetzt gleich durch bin. Hast du gereloadet? Hab ich keine Energie mehr? Nein. Shit. Doch mitnehmen sollen. Jetzt habe ich wieder Energiezellen. So, jetzt habe ich Zeit. Boah.
Bis ich das alles rausfinde, das dauert ja ewig, aber das ist lustig. So, jetzt können wir hier durch die Sicherheitsluke. Habe noch 40 Sekunden. Und dann machen wir auch wieder eine Pause, meine Freunde. Ich habe heute nicht so die Zeit, deswegen. Ja, speichern wir noch. Speichern. Dann laufen wir noch zurück in die Kommandozentrale zum Shop und dann würde ich sagen, beende mir heute für heute die Aufnahmesession. So. Oh Gott, was ist denn das denn? Boah, Alter! Gott! Das ist das komische Ding, was ich eben gesehen habe. Oh, das ist auch leer. Boah. Ja. Puh. Das Scheißteil. Gut, hier rum. Und dann denke ich mal, ist es das auch für heute. Wenn ich den nächsten Speicherort finde, beende ich das. Was war das jetzt? Ich habe keine Ahnung. Da ist wieder irgendwas. Irgendwas hat jetzt gehustet. Ist das noch Loot? Warum habe ich das eben nicht gelootet? Ich weiß es nicht. Boah, stirb! Nein, die Brennstoffzelle brauche ich jetzt nicht. So, ich möchte jetzt hier gerne wieder runter. Vier. Und ich denke mal, dass er leer ist, ja. So, jetzt hat er wieder 26. Ich bin's, Kendra. Sie haben mich angegriffen. Ich rannte um mein Leben. Und Hammond? Er verschwand einfach. Kendra? Wo sind Sie? Schön, dass Sie quick lebendig sind, Hammond. Ich habe mich im Serverraum verbarrikadiert. Ich kann hören, wie Sie sich draußen bewegen. Ich glaube, Sie wissen nicht, dass ich hier drin bin. Ich kann mich von hier aus in alles einloggen. Ich habe mich ins Root-Verzeichnis gehackt und einige Berichte aus der Kolonie gefunden. Schon bevor sie den Planeten angebohrt haben, verbreitete sich diese Geistesschwäche unter den Kolonisten. Anscheinend hängt das mit einem Artefakt zusammen, das sie auf dem Planeten gefunden haben und das sie Marker nennen. Ich werde mich weiter umsehen. Ich weiß, wo du bist und werde die Tür zum Treibstoffdepot öffnen. Von dort aus kommst du weiter in die Antriebskammer. Okay. Dankeschön. Aber das sehen wir erst das nächste Mal, meine Freunde, weil es ist jetzt wieder Zeit, hier einen Cut zu machen. Und ich hoffe, es macht euch immer noch Spaß. Deswegen bis zum nächsten Mal. Tschö.